Servus Freunde, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Schön, dass ihr meinen Kanal erreicht habt und immer noch weiterhin erreichen werdet. So, herzlich willkommen. Ja, Freunde, wie ihr seht, ich bin gerade mal wieder zu Hause vom Turm sozusagen, kurz weggeeilt. Ja, denn heute ist ein ganz besonderer Tag. Am 21.04.2021 grüße ich zunächst mal alle Geburtstagskinder und Kinderchen und Mädels und Boys und Girls und Boys and Girls und alle eben. Aber Freunde, einen möchte ich heute, es ist sein Ehrentag, weil ich ihn besonders mag, möchte ich ihn heute richtig grüßen. Und zwar ist das ein Mann der ersten Stunde, der die ersten Videos geliked hat und bis heute liked und ein mega, mega Abonnent ist und hin und wieder mal vor der Kamera auch mal ist in einem Filmchen. Nein, Freunde, es ist nicht Piet. Nein, nein. Es ist der Mann aus Baden-Württemberg, aus dem Kreis Calw. Wir kommen in die engere, nähere Region, nämlich nach Igelsloch. Der Mikey. Ja, der Mikey. Der wird heute 29 Jahre und immer mit Begeisterung. 29 Jahre jung. Er lebt sein Leben voller Begeisterung. Freunde, der Mikey, der hat ja noch viel vor. Oder jetzt kommen die anstrengenden Tage, Freunde. Der Mikey, ja, heute alles Liebe, alles Gute erstmal zum 29. Geburtstag. Mensch, Junge, wie die Zeit vergeht. Jedenfalls alles Liebe, alles Gute, feier schön und feier normal und besinnlich, was eben die Corona-Lage zulässt mit dem Feiern und immer mit Mundschutz, Mund- und Nasenschutz. Ja, Freunde, und der Mikey, weil ich sage, der Mikey hat viel vor. Ja, da grüße ich auch an dieser Stelle seine Freundin, die Melanie. So, erstmal Standing Ovations und Beifall und Applaus. Ja, die beiden, die haben viel vor. Eine gemeinsame Zukunft zu zweit. Nein. Zu dritt ist das Motto. Zu dritt, Freunde, zu dritt. Denn auch hier tut sich einiges beim Mikey, aber das ist dann eben ein anderes Ding, anderes Thema, gehört nicht in mein Video rein. Ich möchte ihm jedenfalls alles Gute wünschen und ich hoffe, dass er noch viele, 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 viele Sekunden, Minuten, Stunden, Jahre, Monate, Jahrzehnte den Gute-Laune-Boy weiterhin unterstützt und ein Däumchen da lässt. Ja, so sieht's aus. Und jetzt wollte ich euch dann mal mitnehmen zum neuen Recyclinghof. Denn wir sprachen ja immer nur vom alten Recyclinghof. Ihr wisst ja, da gibt's jetzt Parkplätze. Aber was ist denn eigentlich mit dem neuen Recyclinghof? Wie sieht er überhaupt aus? Und müssen die Leute jetzt ihren Restmüll oder Hausmüll oder Sondermüll oder Gartenabfall, müssen die es in den Wald schmeißen oder wo soll das hin? Nein, deswegen zeige ich euch hier den neuen, allerneuesten Recyclinghöfe bei uns hier in Schramberg. Langenbrand, Freunde. So, an dieser Stelle war es das auch schon wieder, gleiche Stelle. Oh Gott, Mikey, Mikey bitte, oh! Mein Gott, der Mikey. Ja, und noch ganz kurz hier noch was. Warum der Mikey immer... Oh, ich hatte euch ja schon gesagt, der Mikey hat ein bisschen einen Tick. Wenn er richtig aufgeregt ist, wenn er sich freut, wenn er den Gute-Laune-Boy schon sieht. Und
Und jetzt noch zur, oh, ist das schön, Geburtstagsgeschenk-Beschenkzeit. Ja, Freunde, da muss ein Oh, darf da eben nicht fehlen. So, und in diesem Sinne sage ich piep, 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 Freunde, oh, ich hab euch und der Mikey und den Rest der Welt eben lieb. Servus und tschüss, wir sehen uns jetzt am Recyclinghof. Servus und tschüss.